Hallihallo, liebe Hamsterfreunde, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mal dabei mit, wie ich unser Roborowski-Zwerghamstergehege reinige. Das bedeutet, ich schaue mir so ein bisschen das Einstreu an und alle dreckigen Stellen werden dann einmal ausgetauscht. Und dann wird natürlich auch das Sandbad einmal ausgesiebt. Ja, man muss immer bei Hamstern etwas schauen, dass man da niemals das komplette Gehege sauber macht. Denn ein Hamster markiert sein gesamtes Revier mit seinem Duft. Und wenn man da jetzt auf einmal alles austauschen würde, dann bedeutet das extrem Stress für den Hamster. Und deswegen ist das völlig ausreichend, wenn man wirklich nur die dreckigen Stellen sauber macht und austauscht und den Rest einfach genauso lässt, wie er ist. Ja, ich habe mir hier unten schon mal alles bereitgestellt. Also einmal Einstreu, dann ein Sieb für das Sandbad und etwas Chinchilla-Sand, den ich dann auffüllen kann. Und dann ist hier einmal eine neue Pflanze noch. Das ist Katzengras und das hier ist Terrarienerde. Und damit kann ich dann einmal das Katzengras einpflanzen. Denn wie ihr sehen könnt, musste die Pflanze, die bisher im Gehege steht, schon ziemlich leiden. Also Jori fand das ganz toll, die Blätter einfach abzuknabbern und neben den Topf zu legen. Der hat die auch nicht wirklich gefressen, sondern der hat die einfach daneben gelegt und ja, abgeknabbert und fand das total super, die Pflanze zu zerstören. Ja, und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal mit dem Katzengras. Mal schauen, ob das vielleicht etwas länger lebt. Ja, und dann würde ich sagen, wir können jetzt auch direkt starten und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen.
So, hier ist jetzt erstmal alles wieder soweit frisch, bis auf die Pflanze. Also wie ihr gesehen habt, habe ich das Einstreu an manchen Stellen ausgetauscht und hier hinten habe ich neue Blüten verteilt. Und im Mehrkammernhaus ist auch diese Ecktoilette wieder mit neuem Chinchilla-Sand aufgefüllt. Genau, und dann habe ich natürlich auch das Sandbad richtig ordentlich ausgesiebt. Das sieht jetzt wieder richtig schick aus und da kann der Kleine dann wieder direkt loslegen mit Buddeln, wenn er dann später wieder wach ist. Ja, und als Letztes muss ich jetzt noch die Pflanze austauschen. Also da muss ich dann erstmal den Topf rausnehmen, der ist hier so in das Einstreu eingesetzt. Und dann werde ich in den Topf das Katzengras einpflanzen und das Ganze dann wieder ins Gehege stellen. Und ich würde sagen, dann mache ich das jetzt auch direkt und ihr seht das Ganze jetzt im Anschluss. So, das Katzengras steht jetzt mit im Gehege und die Abdeckung habe ich auch schon wieder drauf gemacht. Ich bin richtig gespannt, wie der Kleine das finden wird, wenn er dann später wach wird und vor allem auch, ob das diesmal etwas länger lebt als die Grünlilie davor. Ja, schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber auch echte Pflanzen im Hamstergehege habt und wenn ja, wie eure Erfahrungen damit sind. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns ganz bald bei einem neuen Video. Tschüss!